Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden weitermachen mit der Ernte auf Moor 12 mit Weizen. Ich hoffe, dass heute keiner Schluss kommt. Ich hatte letztes Mal ein paar Stück gehabt. Nun habe ich die Global Company Mod, also den Skript, getauscht für eine ältere Version. Ich hoffe, dass es klappt. Ob es daran lag, das weiß ich nicht, aber einen Verdacht habe ich dafür, weil ich es aktualisiert habe. Und vorher hatte ich ja keine Probleme gehabt. Der globale Markt ist auch wieder aktiv. Dann werden wir gleich mal einen Abfahrer einstellen und auf globalen Markt ändern. Der ist wieder so, ja, weil der Abschluss war. der ist nicht voll. Dann schaut man nach, was vom globalen Markt an Waren vorhanden sind. Und mal gleich mal verkaufen. Dann wird mir weiter Ballen gepresst auf Feld Nummer. Wo sind meine Strohballen? Ich hab doch hier Strohballen gehabt. Oh je. Die auch wieder alle weg. Ja, anscheinend. So. Das sieht so aus. Da muss ich mal gucken, was ich überhaupt noch geschafft habe jetzt. Gut, ich dachte schon, ich hätte überhaupt nichts gemacht. Oh, die Strohballen, wo sind die alle? Auf dem Feld? Ja. Eigentlich habe ich schon fleißig gesammelt, zwei Fuhren. Naja, gut. Den habe ich weggestellt, das passt. Das ist ein Ding. Das ist ja ein Ding. Gucken, wo meine LKW steht. Hier nicht. Das ist der andere Fahrer von Dumbledore. Das metrische. Gut, dann habe ich als Strohballen auf dem Hänger drauf. Na gut. Etwas. Dann habe ich schon mal eine Fuhre gesammelt. Tja. Ja, die Abschlüsse sind nicht gut. Ich hoffe, dass heute einigermaßen gut durchläuft. Also, dass ich da meine 7 Fragen immer heute schaffen werde. Oder will. Immer so, die muss ich noch schaffen. Die will ich auch noch bearbeiten, hochladen. Es sind zwar noch einige Stunden, aber wie gesagt, morgen will ich erfahren. Sonntag früh. Hoffe um 8. Vielleicht um 7 mal sehen, wie ich aus dem Bett rauskomme. Eigentlich hätte ich mir das vornehmen, dann klappt das auch. Dann ist ja Ziel, man ist ja eh aufgeregt und so ein bisschen, ne? Von der Langfahrt. Und da muss ich mal schauen. Ja gut, da kommt dran spannend. Da hätten wir 2 Fuhren schon gehabt. So. Da ist abgeladen bekommen. Ist weit weg. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen doppelte Arbeit, kann man sagen. Ne? Aber gut, das ist. Es könnte sein, in einigen Folgen schon die 3 Fuhren zu sehen sind. Das ist gut möglich. Wahrscheinlich sogar. Aber. Das ist halt so. Ich kann da nicht ganz komplett immer wieder neu anfangen. Das ist dann irgendwann auch nicht mehr schwierig sozusagen, ne? Zu wissen, was man auch gemacht hat, ne?
Gras nimmt er auch, das passt. Gut. Mal gleich mal verkaufen. Ich dachte, ich bin wieder abgestürzt. Bin eingestiegen. So. Mal gucken, ob der hier. Ach, Gras. Naja, gut, da habe ich mal Gras. Auf dem Arsch. Ist ja auch kein Problem. Denn Weizen haben wir reichlich da, Gerste. Das ist fürs Bier, ne? Das ist fürs Bier und Stroh für die Dings da. Der Dünger und Saat soll eigentlich hierher kommen. Aber solange ich das nicht brauche, kaufe ich es auch nicht. Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Fuhre, ne? Ein bisschen ärgerlich, wenn das nicht so klappt, wie es klappen soll. Ne? Ob es nur an der Global-Company-Model liegt, an dem Hauptskript, das weiß ich nicht, aber den habe ich ja im Prinzip vorher aktualisiert. Und es könnte ein Grund sein. Könnte. Ich habe da nichts gefunden in Logitech, aber ich gehe auch nicht mehr ganz durch. Da bin ich auch kein Fachmann für. Programmieren, das sollen andere machen, die es können. Oder zumindest ablesen, ne? Also ich blick da nicht durch. Ich versuche nur halt die Mods, die Errors verursachen, rauszuschmeißen, wenn ich das mitkriege. Aber ansonsten, alles andere ist schwierig, ne? Ist ja die Gelegenheit, wenn die Karte jetzt aktualisiert wird, im Prinzip auf neue Version. Mit neuen Fruchtsorten und ein paar Umstellungen bei den Gebäuden. Dann werde ich das dann auch entsprechend umändern, in Anführungszeichen mit ein paar Mods rausschmeißen, die man nicht braucht, und dann starte ich die Karte neu. Ich will aber versuchen, trotzdem Maschinen zu behalten, das ist ein bisschen schwierig. Also die Maschinen, die ich habe, will ich dann behalten, muss ich mir ausschreiben, das ist richtig mühsame Arbeit. Und die, die dann nicht brauche, erstmal raus. Zur Not kann man die immer noch wieder reinnehmen, also ein, zwei oder so, ne? Immer Stück für Stück. Ja, wenn man nicht braucht, dann ist es besser, man ist gar nicht erst drin. Das verzögert man das Spielladen extrem, also ist nicht gerade hilfreich, ne? Ich würde mir keine Gedanken machen, wenn jetzt der neue LS kommen würde, da würde man halt mal sagen, okay, du fängst halt zum Ende November oder Anfang Dezember mit ganz neuen an, ne? Dann hast du das Problem nicht mehr. Und das nehme ich jetzt fest vor, wenn das neue kommt, im nächsten Jahr wahrscheinlich, denke ich mal, dann wurde ich mal ganz stark, denn wie schön heißt, die haben ja auch ein Interesse dazu, dass mit ganz richtigen Zeit, ne? Dass die im Prinzip auch was verkaufen wollen. Ne? Mit DLS hier an sich ist irgendwann auch der Ofen aus, ne? Sei mal ganz vorsichtig. Denn wenn es nicht mehr interessant ist, dann kauft auch keiner mehr. Ne? Das ist leider so. Und wie gesagt, wenn bald was Neues kommt, ich meine, ich hoffe ja, was entsprechend Season dabei ist und das Season ist immer schon sehr wichtig, ne? Das Wetter real ist. Ne? Courseplay und Outdrive ist eine schöne Hilfe. Wäre auch schön, ne? Die drei Sachen, das wäre schön. Bisher haben sie immer eine Weiterentwicklung gebracht, ne? Also über Seasons. Das haben sie auch weiterentwickelt. Ne? Das ist ja nicht so, dass es von 17 so einfach übernommen wurde. Das wurde ja im Prinzip weiterentwickelt. So muss es auch sein. Man hat ja immer wieder neue Einfälle. Und jedes neue Spiel hat ja andere Möglichkeiten. Ne? Habe ich einen stehen lassen? Ja, das ist ungünstig. Weil hier immer der Ballen in der Ballenpresse wenden muss, und wenn dann ein Ballen rumsteht, das ist nur eine Frage der Zeit, wenn er da sagt, oh, jetzt bock ich mal auf, ne?
Oh. Das ist immer ganz wichtig, dass die Zeit. Dass er die mindestens 15 Minuten durchhält. Ne? Normalerweise kann ich immer gut durchspielen. Also die 7 Folgen und ein Stück ist ja an sich kein Problem. Ne? Wenn man die Zeitlänge auf 20 Minuten begrenzt, dann ist das ganz locker durchzuziehen. Ne? Schlimmer ist, wenn du jetzt zu lang machst. Also eine halbe Stunde wäre echt zu lang. Also immer daran denken, wenn man selber schaut, wie lange schaust du und wie lange wäre es für dich interessant. Ne? Also eine halbe Stunde schon heftig. Also 18 Minuten ungefähr. Das ist eine gute Zeitlänge. Da denkt man, da fahren wir gut mit. Klappt nicht immer. Zeit übersehe. Früher hatte ich noch einen Timer gehabt. So eine Art Countdown-Zähler so ähnlich oder so eine Eieruhr so ähnlich. Ne? Kann man aufziehen, zack, und nach 18 Minuten mal klingeling. Und dann hast du das geschafft. Ne? Also dann ist es, dann brauchst du nicht auf die Uhr gucken. Und mittlerweile ist es aber so, dass es ganz gut erkennen kann. Ein Programm. Extra die Richtung, wo die Kamera ist. Wo ich aufzeichne. Die Ballen sind bald wichtiger hier oben. Nicht mehr viel. Wir müssen eh nochmal fahren. Das reicht, schaffe ich so nicht. 72. Oh, geht zurück. Hoffen wir das schaffen, ne? Bis zum Ende. Das ist meine Sorge, aber ich schaffe. Und dann sehe ich gerade, wie der Prozessor ist, 70 Grad. Muss ich mal auspusten bei Gelegenheit. Den muss ich ja mitnehmen, den Rechner, den Aufnahmerechner. Um ein bisschen zu beschäftigen, obwohl ich eigentlich keine Zeit habe. Aber ich will ja ein paar Videos aufnehmen von zu Hause. Umgebung und Landschaft. Mein Dorf. Dann zeige ich euch mal meine Heimat. Im Groben, ne, aus der Luft. Probier, das ist für mich ein Neuland. Also ich habe ja ein bisschen da mal geguckt und ein bisschen probiert. Und lange experimentiert, graue Haare bekommen deswegen. Und weil ich feststellen musste, dass meine eigentlichen Geräte, meine Handys, dafür nicht geeignet sind. In Anführungszeichen, weil die App das nicht macht. Und für dieses Gerät gibt es nur eine spezielle App. Und alle anderen funktionieren nicht. Also mit Verbindung aufbauen, also das ist eine Katastrophe. Ja, da habe ich überlegt, was machst du nun, ne? Musste doch noch ein Smartphone kaufen. Wollte ich gar nicht, aber. Weil genau diesen Typen. Also das Angebot ist ja auch eine Katastrophe. Also ich war ja in Libro gewesen. Also da gibt es ja wirklich nur, ich will nicht sagen Schrott, aber halt nicht das, was ich brauche. Ne? Das war halt was da. Gut preislich war es noch ganz gut. In Anführungszeichen. Aber weit teurer aus, was ich bereits habe. Ne? Aber ich werde es nicht als Smartphone nutzen in dem Sinne. Also nur für die App und halt offline. Ne? Zur Not muss man halt mein Tablet-PC dafür der Chip herhalten oder diese also höchstens mal so eine Dings kaufen, so eine Guthaben-Dings da hier. Rapid, wie Ding heißt. Also kein Vertrag, also das mache ich nicht. Das ist nicht teuer. Für was denn? Habt ihr eins? Und das wiederum habe ich extra für Online-Banking. Also das ist richtig blöd. Wenn der das jetzt umtauschen würde auf was anderes Smartphone, was halt theoretisch gehen würde, also es wäre ja nicht. Ja. Aber dann muss ich wieder extra zur Bank, muss das Smartphone freischalten lassen dafür. Und das wiederum, ja, muss ja auch nicht sein, ne? Also. Nutze ich es erstmal nur fürs Fliegen, so mal so, ne? So, das nächste Stroh ist da. Dicht daran. Da, jetzt fällt er runter, das ist gut. Aber nicht im Triggerbereich, ne? Das ist typisch. So. Ah.
Kohle? Ne, haben noch 15, haben wir ein bisschen Zeit. Aber wenn abstürzen würde, wäre es reichen, würde es reichen. So, ich muss überlegen. War gerade ein bisschen von der Rolle, heißt das so, ne? Nur ein bisschen konzentrieren. Ist jetzt zum Glück noch nicht so warm, ne? Aber gestern Abend waren 30 Grad hier, jetzt haben wir aktuell 28, also wird wieder warm. Man muss zu sagen, dass auch die ganzen Monitore, die heizen ja auch entsprechend, ne? Das kommt ja auch noch hinzu. So, das können wir da verkaufen. Bringt ja nicht viel ein, aber wie gesagt, in der Marsch bei Pelletsfabrik und später zu Pellets verkaufen, da ist doch einiges möglich, ne? So, liebe Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Jetzt sagen wir schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagen wir tschüss, ciao, ciao. Jo, morgen geht's weiter hier in Thüringen. Tschüss. Hoffentlich nicht abstürzt.